ist Freundschaft mit der Dualseele möglich. Vor allem mit einer verheirateten Dualseele. Ich habe ganz bewusst den Begriff Freundschaft hier in Anführungsstriche gesetzt, denn das, was ich hier meine, worüber ich sprechen möchte, dafür gibt es noch gar kein Wort, das mir passend erscheint. Da die Verbindung der Dualseelen auf Liebe und nichts als Liebe angelegt ist und Freundschaft im Allgemeinen ja nicht mit dieser Liebe zwischen Mann und Frau in Verbindung gebracht wird, schon mit Liebe, aber in einem anderen Verständnis, in einem weiteren, ähnlich wie die Liebe zwischen Mutter und Kind. Das aber, was zwischen den beiden dualen Polen schwingt, ist so gewaltig und hat so ein Schöpfungspotenzial, dass damit einher eben auch diese enorme sexuelle Anziehungskraft geht. Deshalb ist Freundschaft im klassischen Sinne zwischen Dualseelen meiner Meinung nach nicht möglich. Aber ob etwas Ähnliches möglich ist, das möchte ich hier beleuchten. Es geht vor allem um die Situation, wenn die Dualseele, der Mann oder auch die Frau, noch anderweitig gebunden ist, vielleicht sogar verheiratet ist, weil in dieser Konstellation Sexualität eher destruktiv wirkt. Sie beschädigt den Selbstwert der Frau, letztlich auch den des Mannes, vor allen Dingen aber den der Frau. Ich habe darüber ausführlich in verschiedenen Videos gesprochen. Also, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, wie ich dazu stehe. Wenn also die Sexualität zwischen beiden noch nicht angesagt, noch nicht angemessen ist, noch nicht dem göttlichen Willen entspricht, weil die strukturelle Ordnung das noch nicht hergibt, weil sie den Schutzraum noch nicht erstellt, weil diese Ordnung noch nicht für die Sicherheit der Beteiligten sorgen kann, für die Aufrichtigkeit, für die Ehrlichkeit. Also, wenn der Sex also, jetzt habe ich zweimal also gesagt, ist nicht so schlimm, noch auf die lange Bank geschoben werden muss, dann stellt sich die Frage, wie soll der Kontakt aussehen? Welche Farbe soll er haben? Und ich habe festgestellt bei meiner Arbeit mit vielen Klientinnen, die sich in so einer Situation befinden, dass es da kein allgemeingültiges Rezept gibt. Das heißt, für manche ist eine freundschaftsähnliche Beziehung vorgesehen oder machbar, für andere aber wiederum nicht. Und das fühlt jede Frau, jede beteiligte Loslasserin oder jeder beteiligte Loslasser, der meistens hier die Entscheidung trifft, für sich selbst, je nachdem, wie es sich anfühlt, wie man sich dabei fühlt. Denn auch wenn man nicht sexuellen Austausch pflegt, bedeutet ein Kontakt mit dem gebundenen Dual automatisch Kontakt mit dem jeweiligen Partner des Duals zu haben. Es ist eine Verbindung da. Dafür muss der Geliebte nicht mal über seine Ehe sprechen. Irgendwie schwingt sie doch in seinem Hinterkopf immer mit. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Das kann den Kontakt ungemein behindern, den Fluss blockieren, sodass es ratsam erscheint, aus dem Kontakt ganz auszusteigen, bis sich die Verhältnisse
geordnet haben. So geordnet, dass jeder dorthin kommt, wohin er gehört, wohin er vor Gott gehört. Wahrscheinlich muss man hier auch unterscheiden, ob eine Bestimmung für eine Partnerschaft vorgesehen ist. Wenn diese nicht vorgesehen ist, spricht das eher dafür, sich auf so einen freundschaftsähnlichen Verbund, auf so eine Beziehung einzulassen. Wenn man die Entscheidung trifft, ganz aus dem Kontakt auszusteigen, sollte man das seinem Dual mitteilen und erklären. Und während man dies tut, ist es wichtig, ganz authentisch bei sich zu sein. Nicht darüber nachzudenken, wie ist das jetzt für ihn? Oder was wird sich daraus ergeben? Verliere ich ihn dadurch? Also weder mit Angst noch mit einer falschen Rücksichtnahme auf seine Gefühle sich zu artikulieren. Man kann das zum Beispiel wunderbar in Form eines handgeschriebenen Briefes machen, was heutzutage ja schon eine Kostbarkeit ist. Dass man beispielsweise sinngemäß schreibt, ich liebe dich und weil ich dich so liebe und auch man kann sogar schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich zusammengehören, tut es mir weh, dich zu sehen und zu wissen, dass du nicht frei bist. Und wenn sich deine Lebensumstände entsprechend geändert haben sollten, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. So etwas in dieser Art. Und das kann den Mann auch in einen gewaltigen Erkenntnisschub bringen, in ein Aha-Erlebnis, eine Offenbarung. Männer neigen dazu, weniger klar zu sein in diesen Dingen als Frauen. Sie sind kompromissbereiter, opportunistischer, im Allgemeinen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ja. Und so eine Grenzsetzung durch die Loslasserin ist wie eine tragende Säule im Dualseelenprozess. Und daran kann sich der ganze Prozess aufrichten. Wie es ausschaut, wenn der Mensch, der unseren dualen Gegenpol verkörpert, sich in keiner Bindung, in keiner Partnerschaft befindet, das ist etwas anders gelagert. Auch hier empfehle ich, mit Sexualität zurückhaltend zu sein. So lange, bis die Herzchakren zumindest einigermaßen geöffnet sind. So lange, bis ein gewisses Maß an Stabilität in der Beziehung erreicht ist. Auch hier, um einen Schutzraum zu schaffen für die hochverletzliche Sexualität der sensiblen Frau. Und wahrscheinlich kann man hier mit dem Aspekt der Freundschaft, des freundschaftsähnlichen Zusammenseins großzügiger herangehen, weil hier dieser Punkt, er hat eine andere, er geht nachher wieder zu ihr und das tut mir weh, wegfällt. Nicht wenige Dualseelen haben ja sogar vom Universum die Konstellation geschickt
oder geschenkt bekommen, dass ihr Dual ihr Kollege ist und sie ihn gezwungenermaßen täglich sehen, was eine ganz spezielle Herausforderung ist. Darüber werde ich vielleicht noch mein eigenes Video machen. Ja, und hier ist der Kontakt also vorprogrammiert. Und da es hier keine Wahl gibt, außer zu kündigen, das halte ich aber in den seltensten Fällen für passend, muss man irgendwie damit umgehen. Und die sexuellen Schwingungen, die ja zweifellos zwischen beiden immer da sind, die wir auch annehmen und begrüßen dürfen, gilt es zu transzendieren. So lange zu transzendieren, bis dieser Bereich unseres Seins geheilt ist. Denn die meisten von uns tragen an dieser Stelle schwerwiegende Verletzungen, Traumata oder auch Schuldigkeiten mit sich herum aus früheren Leben. Das können Abtreibungen sein, Prostitution, Vergewaltigungen, dass der Einsatz der sexuellen Energie in schwarzmagischen Praktiken oder in Ritualen, die in Sekten vollzogen wurden, um Mitglieder zu binden. Die ganze Palette. Ja, im Sexualchakra ist viel Platz für solche unguten, dunklen Energien. Und wenn wir unseren Wunsch nach sexueller Vereinigung mit dem Dual ausvibrieren, ohne die Vereinigung zu vollziehen, dann geschieht eine Reinigung. Oh, ich kriege jetzt voll die Gänsehaut hier. Also, ich denke, dass freundschaftsähnliche Beziehungen zum Dual prinzipiell möglich und auch gewollt sind. Bis auf die Situationen, wo man spürt, dass es mit dem eigenen, mit der eigenen Verletzlichkeit nicht vereinbar ist. Und dann soll das auch so sein. Wir tragen in uns ganz tief die Sensitivität für den göttlichen Willen. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, ich möchte das nicht, weil es mir weh tut, dann ist das die Seele, die das sagt. Vielleicht schwingen auch alte Verletzungen mit. Aber nicht nur. Es ist auch die Sprache der Seele. Die Sprache der weiblichen Würde, die Sprache der inneren Königin. Und das ist die Sprache Gottes.